Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Taschenheinze. Heute mal ein bisschen was zum Thema, das gab es mal in der Klemmbausteinwelt. Das sind alles hier nur die Verpackungen. Und ja, Verpackungen ist ja alles gut und schön. Aber warum nur die Verpackung? Ja, die Sets alle aufgebaut und gut verstaut. Das Video hat einen etwas anderen Hintergrund, wo dann direkt mal dazu kommt. Man kann Dinge aufklappen. Und da tun sich Dinge. Das war mal so Standard. Was viel wichtiger und viel spannender ist, als dass man den Karton aufmachen kann und sieht, was da möglich war. Möglich war heißt, es gab B-Modelle. Und wenn man sich Ich drehe die nachher auch wieder um. Sich die Sets aus 1979 anschaut, nehmen wir hier diese beiden. Die 886 und die 885. Das eine mit 19, das andere mit 20 Teilen. Diese Sets haben B-Modelle. In Anführungszeichen B-Modelle, aber es sind Bauvorschläge, alternative Bauvorschläge auf den Verpackungen mit abgedruckt. Kommt gleich, wenn ich es rumdrehe. Also diese Möglichkeit des Wir geben Ideen. Das gibt es nicht nur bei den großen Sets. Oder gab es nicht nur bei den großen Sets, muss man ja sagen. Eines der wenigen Sets, wo ich fast von meine, welches keinen alternativen Bauvorschlag hat, ist dieses Set. Aber das war dann auch schon eine andere Zeit. Selbst bei diesem Set, wo man augenscheinlich meint, naja, ist halt Monorail, was willst du daraus machen, ne? Auch da gab es schon Ideen, was mitzumachen wäre, wie die Funktionen sind. Alles schön in der Packung. Alles wunderbar dabei. Was wohl aus den Kindern von der Werbung geworden ist? Who knows? Who knows? Ja, drehen wir es doch mal rum, dann gucken wir uns mal die alternativen Bauvorschläge an. Wenn man sich so anschaut, was den Designern für Möglichkeiten gegeben worden ist, sich auszutoben und das dann mit dem Set hinten drauf zu drucken. Es ist ein Unterschied zwischen wollen und können. Lego wollte mal, Lego konnte mal. Derzeit möchten sie heute wohl nichts mehr. So, hier haben wir das. Sind mit dem Bild vorne sind quasi vier Baumöglichkeiten bei 20 Teilen abgebildet. Hier das gleiche, 19 Teile und vier mögliche Sets, die man daraus bauen kann. Also, der Grundgedanke war mal da, nicht nur das eine, sondern baue auch mal was anderes draus. Das hat mal funktioniert. Gerade wenn man dann hier so alternative Bauvorschläge sieht, das ist schon, das war schon, dafür hat man das Geld ausgegeben. Dafür war man Enthusiast, dafür hat man damit gespielt als Kind. Das war schon schön. Und hier ist das einzige Set, wo ich keine unterschiedlichen, ja doch oben rechts, das scheint etwas anders zu sein. Aber das sah alles zu gleich aus. Was ist eine
ganze Welt auf einer Verpackung. Die Welt des Möglichen und mit Umbauten, alternativen Bauvorschlägen. Man stellt sich vor, ein Lego-Set heute mit über tausenden von Teilen hätte noch solche Möglichkeiten, alternative Sachen draus zu bauen, was man als Idee mitbekommt. Oder auch hier. Das ist lange, lange vorbei bei Lego. Das ist schade. Gut, die anderen Hersteller sind da nicht so sehr viel besser. Aber sie konnten einmal, sie wollten einmal. Und jeder Reviewer, auch die aus Frankfurt, haben recht, wenn sie sagen, es ging mal. Und es ging mal gut. Und es hat mal Spaß gemacht. Und ja, je älter man wird, umso eher sammelt man das Spielzeug aus seiner Vergangenheit. Also hebt's auf, egal was ihr habt. Bis demnächst. Euer Taschenheinze.